Hallo liebe Freunde, heute spielen wir zusammen mit Udven ein Kriegsspiel in Homeworld 3. Kriegsspiel, das bedeutet, man muss drei verschiedene Sektoren durchqueren und man kann immer erst zum nächsten Sektor springen, wenn man eine Aufgabe in dem Sektor erledigt hat. Und dabei spawnen immer mehr Feinde. Wir haben den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochgedreht. Und jetzt viel Spaß. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Maps jetzt unterscheiden, also inwieweit das jetzt halt generisch ist. Ach scheiße, ich habe vergessen, die Farbe von mir zu ändern. Jetzt habe ich hier wieder diese roten Triebwerke. Da unten ist der Einfallpunkt, da werden sie gleich kommen. Okay. Sollte aber kein so großes Problem sein. Jetzt aktuell zumindest noch. Muss man mal gucken, dass man mitnehmen kann, was geht. Ein paar Korvetten haben sie dabei. Ich habe jetzt nochmal ein neues Artefakt geholt. Das ist ein bisschen nervig hier, diese Korvette. Combat Alert. Angriffskorvette. Ja, ja, die beiden Korvetten hier, die machen mich gerade lang hier. Also da. Angriffsfregatten. Trägerschiff auf Position bewegen. Okay, dann gehe ich da mal hin. Okay, mache ich auch mal eben. Haben wir noch irgendwo was zum Bergen? Da hinten, oder? Ja, da oben kann man noch was bergen. Ja, perfekt. Suppression Frigate is now ready. The civilian vessels are in place. Cool. Be on alert. Enemies will try to intercept. Ah, wir müssen die jetzt eskortieren, okay. Also ich bin sehr gut aufgestellt gegen Großkampfschiffe jetzt. Die Ionengeschützfregatten, die sind heftig geboostet jetzt von mir. Ja, ich habe jetzt meine geboosteten Abfangjäger und mache jetzt auch Torpedo und vielleicht sogar Ionenfregatten dazu. Das sollte sich ganz gut ergänzen. Mal, wie das hinhaut damit dann. So, machen wir mal noch die Eindringlinge da weg. Boah, die übel. Ich habe halt geboostete Reichweite von den Jägern. Wie weit die schießen? Die schießen so weit wie Fregatten oder wie Zerstörer oder sowas. Sie zerschreddern gerade sogar Korvetten. Dann ist eine gegnerische. Oh Gott, die zivilen Schiffe, die wir eskortieren müssen, die fliegen da genau in die Gegner rein. Jo, ich bin. Oh Gott. Ich glaube, eins kriegen sie kaputt. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Okay, wir können, glaube ich, jetzt springen. Ja, die Frage ist, wollen wir das halt schon machen? Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Ressourcen können wir hier noch abbauen. Und weil aktuell ist jetzt noch nichts Großes Schlimmes hier. Aktuell kriegen wir das hin. Check screens. Wir sollen springen, oder? Die kommen jetzt. Jo, wir können springen. Interessant, man bekommt wirklich jetzt, wenn man eine andere Flotte auswählt, kriegt man wirklich ganz andere Perks durch diese Artefakte. Mhm. Meiste kenne ich noch gar nicht so richtig davon. Digga, da wurden noch Schiffe von mir zerstört, obwohl ich gar keine Kontrolle mehr über die hatte. Ja, frech. Ah, da kann man die ganzen Rohstoffschiffe auswählen. Oh, das Eisfeld, das hat man letztens mal noch gar nicht. Ne? Ich kenne das zumindest nicht. Sieht aber echt cool aus hier. Hm. Das sind ja alles Orte auch aus der Kampagne. Was ist das denn da unten? Da ist eine neutrale Sonde. Ja, witzig. Achso, oh, hier geht's schon los, direkt, oder was? Bei dir drüben anscheinend schon, ja. Was, bei mir drüben? Ach, du bist auf der anderen Seite. Ich bin ganz woanders als du. Ah, okay. Nächster Artefakt. So, ja, genau, das habe ich gerade geholt nochmal. Achso, wir verbrauchen die zusammen, oder was? Nee, wir bekommen die zusammen auf jeden Fall, wenn wir welche einsammeln, aber verbrauchen, glaube ich, nicht. Okay. Oh Gott, ich werde hier kommt eine riesige Flotte an bei mir. Oh mein Gott, das ist schon viel, was hier kommt. Boah, die sind schon geil, die kommen schon mit einigen Jägern bei dir rüber. So, übernehmen, darüber müssen wir, okay. Ich kann auch oben lang fliegen für. Gut, oh mein Gott, wie viel da beim Einfallspunkt ist, siehst du das? Dieser riesige Turm an gegnerischen Schiffen. Zeit. Ja, die sind da mit dem ganzen Turm an Korvetten und Jägern gekommen. Das ist ein Turm.
müssen wir übernehmen. Oh mein Gott. Sollen wir nicht überleben? Doc. Na, schauen wir erstmal. Sieht gar nicht mal so schlimm aus aktuell. Weißt du was? Dann komme ich mal zu dir rüber. Ja, komm zu mir. Ich habe die langsam verwendet. Dann übernehmen wir gemeinsam die Punkte, die von deiner Seite außen gehen, in meine Richtung. Ach, die sind im Ei. Nee, die sind dahinter. Nee, oh, weiter hinten. Oh, das ist ja ein fieser Punkt, ey. Ach, das ist ein Steuerungsmodul. Das müssen wir abholen und dann in dieses Dock stecken. Ah, okay, ich verstehe. Dafür brauchen wir ein Rohstoffsammelschiff. Rohstoffleitschiff. Ist das von dir oder von wem ist das hier? Das ist von mir. Ja, es ist von mir. Ich kann, aber da ist ein Einfallspunkt. Ich kann das nicht holen. Also ich hätte ein Rohstoffleitschiff hier am Start, aber... Ach du Scheiße, sind da jetzt viele Korvetten auf dem Weg. Okay, das ist interessant. Bin ich noch nicht Max Pop? Wieso produziere ich eigentlich nichts mehr? Irgendwie baue ich gerade gar nichts mehr. Ach, ich habe 10% von Garten habe ich. Ja, gut, dann ich jetzt. Okay. Ich wollte gerade sagen, entweder Limit erreicht, du hast keine Ressourcen mehr oder du bist außerdem auf Pausieren gekommen oder sowas. Boah, ist das hier? Was ist das? Ein Zerstörer ist hier. Aber guck mal hier, ich habe jetzt hier den fokussierten Laserstrahl. Können wir mal hier. Digga, okay. Half-Life geschossen damit. Boah, die haben jetzt auch eine richtig geil große Reichweite. Das ist richtig lecker. Ich hab ihn gut bekommen. Boah, weiß ich nicht. Willst du dich nicht auf Anti-Jäger gehen und ich gehe auf Anti-Großkampfschiff? Anti-Jäger bin ich sowieso schon voller Kante drauf, so gut es geht. Spammen wir mal Raketen. Okay, weil dann will ich jetzt keine Jäger und keine Angriffsfregatten mehr bauen, sondern nur noch Bomber und okay. Und Ionengeschütze. Also, das erklärt so eine. Ich glaube, meine Flotte kann auch gar keine Bomber bauen, weil ich habe gar nicht die Möglichkeit, Bomber zu bauen. Bin ich schon gewundert. Dafür habe ich jetzt eben diese Harrier-Jäger. Ja, okay. Ja gut, aber das trifft sich ja. Ist das hier Bergen? Oh. Ja, das erste Ding habe ich jetzt hier secured. Das ist jetzt hier eingelagert. Okay, nice. Meine Jungs schießen jetzt gleich drauf. Wo? Wo ist der? Warte, wie könnte man markieren? Ach da, ich hab ihn. Okay. Genau, dann machen wir es doch mal daran. Ah ja, genau, das ist auch schon die Spezialfähigkeit, ne, die du genutzt hast, oder? Das ist der Zerstörer. Das ist der Zerstörer. Jetzt, Achtung, da. Ach du. Oh, okay. Das ist ganz nice. Okay, warte mal, meine Jäger könnte ich hier nochmal opfern. Lederfregatten. Wo ist eigentlich mein. Ich glaube, mein Rohstoff-Sommelschiff wurde zerstört, kann das sein? Ja, zwei wurden zerstört. Tatsächlich. Das ist tatsächlich ein Problem, fällt mir mal auf. Ich habe null Ressourcen. Kannst du die kannst du gleich umsonst bauen, die Rohstoffsammelschiffe. Hä? Guck mal, das fliegt unter dem Eis entlang und holt das jetzt. Ganz unten runter fliegt das jetzt entlang und holt sich das sneaky erstmal ab. What the fuck? Okay. Lol. Tja, dieser Zerstörer, oder? Boah. Okay, mein Rohstoffsammeleinheit hat das Ding jetzt erreicht. Ist jetzt gerade dabei, das reinzusetzen. Ich glaube, könnten wir theoretisch sofort fliehen auch. Mhm. Ja, glaube ich, ganz gut. Sensor alert. Hostile frigate. ID confirmed. Oh, da hinten kommen jetzt nochmal zwei Zerstörer ran. Ich guck mal, dass ich die
Die Raketen, das Torpedofregatten sehen schon cool aus, wenn die schießen. Das auf jeden Fall, aber irgendwie haben die mich ein bisschen enttäuscht im Vergleich zu den Ionenfregatten, was den Schiff, der Schaden gegen große Schiffe angeht. Mhm. Ja, noch Ressourcen. Objective complete. Ja. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Ja, okay, wir hauen direkt ab, okay, ne? Dann direkt weg, ja. Sensor contact, enemy frigate. Übel, was da jetzt alles rausgekommen ist. Ich wollte eigentlich die Angriffsfregatten gerne noch loswerden, damit ich halt die Slotplätze mit Ionenfregatten besetzen kann. Ah, hier sind das wir. Das ist wieder das. Okay, aber ich glaube, diesmal müssen wir das anders machen, oder? Weil ich habe jetzt halt nur Schiffe gegen Großkampfschiffe. Ja, ich glaube, diesmal, wir müssen eigentlich zusammen kämpfen, damit das hinhaut. Boah, was? Strahlenangriffsfregatte? Destroy the three enemy production base. As long as the bays are functioning, they will be able to provide reinforcements to the enemy. Capital ship signature detected at the force projection fleet bay. Anti-armor weaponry recommended. High explosive ordnance detected from the long-range fleet bay. Das bräuchte ich für Fregatten halt. Railgun Korvettenschaden. So, alles doof. Das hier. Fliegen wir mal so gut, es geht zusammen. Okay, wo gehen wir als erstes hin? Nach links oder nach rechts? Gehen wir nach links. Oh mein Gott, da unten sind ja Gegner an den Ressourcen. Ja, daran bin ich letztes Mal auch schon beinahe krepiert, dass da einfach die Gegner die ganze Zeit gekommen sind und mir meine gesamten Rohstoffsammler immer weggemacht haben. Tja, Korvetten. Wir haben halt auch, ich habe halt auch keine. Wobei, ich habe Railgun-Korvetten. Stark gegen größere, langsame Gegner. Ja, aber soweit ich das gesehen habe, auch hauptsächlich gegen so Korvetten und Fregatten ab Zerstörer machen die auch nicht mehr wirklich mehr Damage. Okay, dann erforsche ich die mal nicht. Zumindest habe ich das so beobachtet bei der ersten Runde, die wir hatten. Na gut, dann baue ich doch mal ein paar Jäger vielleicht so, weil ich bin halt am Limit mit meinen Fregatten jetzt. Der Zerstörer macht halt richtig Damage, ey, ne? Ja, das ist aber schon hart jetzt hier. Weil das Ding ist, wir haben ja auch nur endlich Ressourcen halt, ne? Also. Ja, das ist es ja. Und die spawnen immer mehr vergessen. Das kommt ja alles an Schiffen. Boah, wie viel Damage die hier an den Ionengeschützregatten. Alter, wie soll man das noch mehr, nochmals. Das wäre so eine riesige Horde Zerstörer hier. Ich muss mich mal ein Stück zurückziehen mit meinen Ionenfregatten. Ich stehe hier zu weit vorne. Dein Trägerschiff ist auf jeden Fall wieder full health. Mein Trägerschiff ist wieder voll, ja. Die werde ich wahrscheinlich nicht retten können, ne? Die ist lost. Jetzt mach ich mal die Fregatten da weg. Boah, Alter! Los, Feuer! Selbst da machen die nicht so viel Damage. Überladung, komm, wir erforschen das mal. Caution, Resource Controller Hull Integrity at 75%. Mein Resource Controller, der hat überhaupt keinen. Der hat überhaupt keinen Chill, da mitten im Battle einfach Ressourcen zu farmen. Oh Mann, ey. Boah, aber hier bricht ziemlich viel durch. Boah, hier sind noch drei Zerstörer. Ja, ich bin auch schon mit dem Draufhalten bei einigen, aber. Weil da oben sind nochmal zwei neue gespawnt. Die Torpedofregatten haben gar nicht erst eine Aufrüstung, die man bei denen machen kann. Die Gleitfall gerade schon wieder verloren. Ja, das ist. Ey, das ist lost. Ja, wie viel Zerstörer hier auch um uns rumstehen? Wie soll man das denn schaffen? Aber warum macht man auch den Einfallspunkt direkt neben dem Punkt, der umkämpft sein muss? Die müssen ja nur noch reinfliegen und können das wieder resetten die ganze Zeit. Das ist richtig komisch designt. Nein, das war mein Carrier. Ja, mein Carrier ist kurz vor down. Das ist jetzt auch nicht, dass wir uns zu viel Zeit gelassen haben. Die sind ja relativ schnell hingeflogen. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, also ich musste halt auf Anti-Großkampfschiffe gehen. Ja, an sich.
Ja gut, zu sagen, dass ich jetzt auch kein mehr hätte auf ein Antigroßkampfschiff gehen können. Ich meine, ich habe mich um die Jäger gekümmert, aber hätte ich jetzt auch nur Antigroßkampfschiff gebaut, dann wären uns die Jäger wahrscheinlich zu sehr auf den Sack gegangen. Was passiert jetzt wohl? Kriegen wir wenigstens irgendwas dafür, dass uns das Game Design so gewackt hat? Also noch ist das Spiel nicht zu Ende, ne? Doch. Nee, nicht. Doch, okay. Jetzt. Ja, puh. Also, ich hatte halt auch keine... Ah, doch, man kriegt EP wenigstens. Neues Profil. Viel Befriedung vorbereiten. Beim nächsten Mal kann ich mir dann mal die Bomberflotte angucken. Ja gut, ja, ich würde mal sagen, schauen wir mal, wie es weitergeht. Beim nächsten Mal dann. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Versuch. Bis dahin. Bye-bye. Bye-bye.